Hallo ihr Lieben, ich sehe abgeranzt aus, seid nur kaputt. Später haben wir dann schon 21 Uhr durch. Ja, aber ab ins Bett. Feierabend. Meine Bloggerbox kam, meine erste Bloggerbox. Da ist sie. Erstmal habe ich die nicht als letzte gekriegt. Ja, so wie bei Glossybox und Co., wo ich dann immer Rudis Risterampe kriege, habe ich das Gefühl. Manchmal zu ja angebrochene Sachen und wir schnökern mal. Also diese Box könnt ihr nicht im Abo oder sonst, hättet ihr wirklich Glück, die zu bekommen. Weil die kommt immer zu einer bestimmten Zeit raus. Ja, und die muss man natürlich genau erwischen. Oder jemanden haben, der sie erwischt. Pussy. Pussy, möchtest du auch die Bloggerbox? Ja? Ja. So. Wir öffnen mal. Nein, Pussy, du darfst hier nicht rauf. So sieht sie schon mal aus. Guck mal, die war Pralin. Meine. Ja. Das ist ja schon mal Hammer. Hey, Klebili, das wussten sie. Ist nur schade, dass du die nicht essen darfst, wa? Doch, ab und zu ja. Die kriegst du nicht. Dann sag ich dir deine Zuckerärztin. Nein, die ist mit mir so happy. Die Bloggerbox hat 35 Euro gekostet. Schauen wir mal, was sie für einen Wert hat. Unbezahlbar. Für mich schon. Ich kann eine durch die Diva verlieren. Mhm. Fashion Carpet. So. So was liebe ich. Oh, wenn ich schon den Opi-Nagellack sehe. Genau. Dieser coole Nagellack ist da drin. Von Opi. Erstmal die Lindpralinen waren drin. Der Nagellack war drin. Ich wusste auch mal, also die hatten auch die Preise aufgelistet. Ich glaube insgesamt kommt die Box auf über 160 Euro oder so vom Wert her. Zeige ich euch mal, was hier noch drin ist. Giorgio Armani C. Der ist da drin? Ja. Yeah. Hammer. Mm. Und nicht ein einfaches Eule Toilette, sondern richtig Button. Das ist kein Hammer. Das sind ja die zwei Sorten, die ich so momentan nutze. Chanel Nummer 5 und Giorgio Armani C. Meine ist noch ein bisschen drin. Alleine diese Parfüm hat einen Wert von über 70 Euro. Und der Nagellack von Opi kostet... Von Opi? Ja, der kostet... Von meinem Opi? Nein, nicht von deinem Opi. Der kostet ca. 15 Euro. Ich wollte gerade sagen, mein Opi steht doch nicht auf Nagellack. Nee. Da ist es. Meins. So, dann ist drin eine super Handcreme. Kommt bei mir immer gut und selbst wenn ich sie nicht nehme, dann verwende ich diese immer bei mir im Nagelstudio. So, dann ist drin eine Shadows of Smoke. Eine. Wie heißt das Buch? Shadows of Grey.
Oder Shades of Grey. Shades, meine ich ja. Du willst ja, aussprechen ist nicht meins. Mhm. Ich kann das zwar schreiben, ich könnte lesen. Wieder auf irgendeinen Namen jetzt rumreiten. Nein, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Dann ist ein von Art Deco eine coole Wimpernspirale drin. Und wie gesagt, die hat nicht mal aufgerechnet. Möchtest du auch die Wimpernspirale nutzen? Du hast so schöne Wimpern, wie ein kleiner Dreh. Ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Das wäre schön. Ich möchte auch Wimpern wie ein kleiner Dreh haben. So wunderschöne, lange. Mhm. Und dann ist noch drinne Anti-Aging ab Anfang 20. Ja, meine Liebe. Genau, du bist ja Anfang 20. Ich glaube, ich weiß ja nicht, ob die um die 60 Euro oder was. Wie gesagt, die haben die nochmal extra auf ihre Seite standet von Bloggerbox. Da könnt ihr dann genau sehen, was die Sachen so kosten. Alles in allem eine Hammerbox. Wie gesagt, mein Lieblingsparfüm drinne, meine Lieblingspralinen drin, ein hammergeiler Nagellack drin, eine Wimpernspirale. Also, du besser jedes nicht. Die ist wirklich Geld wert. Den Nagellack weg nachher gleich mal testen. Jetzt sagt mein Opi, dass du mir einfach seinen Nagellack geklaut hast. Mhm. So, ich müsste noch. Ich glaube, eine Mia-Box kriege ich diesen Monat auch noch. Ja, und dann, wie gesagt, heute haben sie ja schon alle die Glossy-Box, kriegt ich natürlich nicht. Die warten erst, bis alle den Dreck zurückschicken und dann kriegt es. Aber die Glossy-Box werde ich auch wieder abbestellen, weil macht ja keinen Sinn. Wenn du dich bloß drüber ärgerst und hast da Ramsch drin. Beim letzten Mal war schon aus Lidl Nagellack mit drin. Diesmal ist von Lidl eine Creme mit drin. Und was mich ja am meisten ärgert, das ist ja nicht mal so günstige Produkte, weil Lidl hat auch gute Produkte. Was mich so ärgert, die machen ganz enorme Preisunterschiede. Einige haben wirklich den Lidl-Scheiß drin, so wie ich immer. Ja, und Preisunterschiede zwischen 50 und 85 Euro in den Boxen und das finde ich schon mal heftig. Also wie gesagt, Bloggerbox kann ich nur empfehlen. Hammerprodukte, alles Markenprodukte. Die ist echt ihr Geld wert. Und ich gönne mir eine Diva-Praline. Wenn du lieb bist, kriegst du vielleicht eine ab. Vielleicht. Eine. Mhm. Sind nämlich Champagner-Trüffel-Pralinen. Ach, ich habe ja auch schon viel von deinen YouTube-Mädels geschickt gekriegt. Mhm. Da habe ich noch genug zu naschen. Mhm. Die Kugeln heißen die verführerische, die sinnliche, die Elfriede. Göttliche und die temperamentvolle. Die sinnliche Elfriede? Mhm. Nein, Irish Cream. Oder Rose mag das Champagner. Oder Schokolade. Willst du mal ausprobieren? Schmeckt sau lecker. Habt noch einen schönen Abend. Ich muss noch ein bisschen mit Latex arbeiten. Machen wir uns einen schönen Abend? Ich zeige euch morgen, was ich damit gemacht habe.